Ich heiße Lena Hägele, bin 26 Jahre alt und ich arbeite jetzt seit knapp 2 Jahren als Ingenieurin im Maschinenbau. Als Ingenieurin ist man Erfinderin. Es geht darum, technische Probleme zu analysieren und kreativ zu lösen. Dabei ist eben so, dass man ständig vor neuen technischen Herausforderungen steht, die es jeden Tag aufs Neue spannend machen. Es gibt eine große Auswahl an verschiedenen Spezialisierungsrichtungen und dadurch reichen die Einsatzbereiche von der Automobilindustrie über die Medizintechnik bis hin zur Automatisierungstechnik. Ich beschäftige mich mit pneumatischen Komponenten und kümmere mich um Steuerungs- und Regelungstechnik. Und unter Pneumatik versteht sich die Technik, die durch Druckluft betrieben wird. Für mich war die Arbeit als Ingenieurin schon lange ein Berufswunsch. In der Schule war schon immer klar, Mathe und Physik und Naturwissenschaften haben mich am meisten interessiert und begeistert. So habe ich mich nach meinem Abitur gezielt über technische Studiengänge informiert und technische Kybernetik hat mich am meisten überzeugt, weil es eben noch eine sehr junge Wissenschaft ist, die sehr vielseitig in allen möglichen Branchen anwendbar ist. Es handelt sich hierbei eben um Steuerungs- und Regelungstechnik und stellt damit eine von vielen Spezialisierungsrichtungen als Ingenieurin dar. Als Spezialistin für technische Kybernetik beeinflusse ich, wie und wann sich etwas bewegt. Und um die dynamischen Systeme besser zu verstehen, benötige ich mathematische Methoden. Ich stelle die Realität also mit mathematischen Formeln dar. Mir gefällt sehr gut, dass ich von Anfang an selbstständig arbeiten konnte und dass ich immer ermutigt wurde, neue Wege zu gehen. Dabei habe ich sehr viele Freiheiten und kann kreativ Lösungen finden. Meine erfahrenen Kollegen helfen mir sehr oft bei der Lösung von schweren Problemen und stehen mir mit Rat und Tat zur Seite. Sie haben eben schon viel mehr Erfahrung und können mich dadurch unterstützen. Du strebst das Abitur oder die Fachhochschulreife an. Du bist gut in Mathematik und den naturwissenschaftlichen Fächern. Du hast Spaß daran, technische Probleme zu analysieren und zu lösen. Du willst einen zukunftssicheren Job und hast den Traum, direkt am technischen Fortschritt mitzuarbeiten. Dann ist ein Ingenieurstudium genau das Richtige für dich. Weitere Informationen zum Ingenieurstudium und Ingenieurberuf, einen Ingenieureignungstest, viele Praxisbeispiele und Tipps findest du auf www.think-ing.de.